Wir machen einfach mal ein Sonntagsvideo mit allen. Die Ronja ist noch ganz verhalten. Aber guck, wie schön das schon geht, wie sie schon hinkommt. Also wenn jetzt jemand ein bisschen mehr sich noch mit ihr, weg ist sie hinterm Ding verschwunden, beschäftigen würde, ist das ganz gut. Und guck mal da, der kleine Kerl. Und der James. James mit dem rückgeklappten Öhrchen. Oh. Das ist der Vivi, den sie gerade füttert. Und Bacon. Kleine Ding hat sich schon total eingelebt. Es ist toll warm, ganz warm. Sonne scheint. Och, so richtig Sonntagwetter. Ganz toll. Wo ist denn das Kleine nochmal? Da. Jetzt gehe ich nochmal auf das Kleine. Ich habe noch überhaupt keinen Namen. Und der James. Mach mal das Öhrchen vom James nach vorne. Der arme Kerl da. Rückgeklapptes Öhrchen. Ah ja, es ist weg. Da ist die Ronja wieder. Er ist immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie auch mit der Mara in dem Sinn jetzt nicht so viel zu tun hat. Aber selbst das geht. Guck mal, der Kleine wieder. Kleines, lästiges Ding. Der Mann muss schon kämpfen um sein Essen. Sonst kriegt man ja nichts. Mit dem ja alles genommen. Och, nun er plumpst. Ronja traut sich jetzt. Jetzt traut sie sich aber was. Wo ist das Kleine da? Das ist ein freches Ding hier. Da. Ein bisschen zurückhaltend. Das passt schon. Das wird im Laufe der Zeit immer noch viel besser bei ihr. Aber die ist total lieb, unheimlich lieber, ruhiger Hund. Die ist nicht auffällig, die Ronja. Die ist einfach nur ein ganz, ganz lieber Hund, der also wirklich nichts Schönes im Leben erlebt hat. So, das kleine Ding, das fällt da in der Gegend rum. Nimm mal das Kleine nochmal hoch, dass ich nochmal das Gesicht sehe. Ach ja, guck doch. Hunde. Hunde. Wie sie alle das Töpfchen anbeten. Kleine Maus. Ist wieder runtergefallen. Meine Güte. Plumpshund. Vielleicht sollte man es Plumps nennen. Na gut. Also, dann wünsche ich allen noch einen schönen Restsonntag. Das süße Ding. Und wie gesagt, die Ronja in der Ecke da und das kleine Dingelchen von gestern suchen noch ein Zuhause. Auf Wiedersehen. Tschüss.